Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 4. So, ich habe ja nochmal geguckt, was wir machen können. Da habe ich gedacht, wir haben schon lange nicht mehr ja Querfeldeinfahrt gemacht. Und habe ich gedacht, das können wir ja mal machen. Und habe dementsprechend halt Autos rausgesucht. Also Kategorien rausgesucht. So, Vans, Super, was haben wir hier? Extreme Offroader und so. Ja, Vans und Ultimate oder so. Offroader, Sport Ultimate, irgendwas. Super. Okay. Auf jeden Fall habe ich sowas mal herausgesucht, um ja zu gucken, was wir als mit denen haben wir ja als Offroader mal nehmen können. Porsche. Den hier. Sowas könnte man nochmal als Scheunenfund benutzen. Weil ich glaube nicht, dass der sehr schnell ist. Toyota. CD. Gewöhnlich selten. Volkswagen Tiguan R. Ich weiß nicht, entweder den oder den. Extreme Offroad. Kommen wir holen uns den mal. Den Toyota. Den Toyota. Der sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus. Der hat irgendwie was, finde ich. Oh, den hat schon, haben schon einige aufgebaut und oder ein Design für gemacht. Was für ein Design machen wir denn mal? So richtig schön? Weiß ich auch nicht. Helsing. From Helsing. Ah, wir nehmen den hier mal. Von Helsing, weiß ich nicht, das passt glaube ich nicht so ganz. Ja, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Kaufen? Ja, kaufen wir. Wir haben ja genug Geld, von daher kaufen wir uns den mal. Machen wir gleich mal eine kleine Probefahrt und dann schmeißen wir da mal alles rein, was wir so brauchen. Gucken wir gleich mal. Gehen nochmal raus hier. Dann sagen wir hier und individuell. Was können wir hier dran machen? V8 Rally und Racing. Okay. Das wollen wir nicht. Wahrscheinlich auf Heck. Genau. Das wollen wir aber nicht. Was können wir denn wieder hier noch machen? Dat oder dat? Sieht gar nicht so verkehrt aus. Das ist sogar einstellbar, okay. Ach da. Oh nee. Nee, das. Nee, das nicht. Dann da, da. Falls ihr das nicht gesehen habt, da war was Komisches dran. Straßenstoßstange. Ne, das machen wir nicht ran. Vorne geht, aber hinten. Ne, das haben wir auch so. Diese Flaps da, ne. Wir machen mal ein bisschen breiter Pushen daran. Weil, wieso nicht? Die Felgen finde ich sogar gar nicht mal so verkehrt. Wir nehmen mal 18 Zoll. Ja, das sieht glaube ich auch gar nicht mal so verkehrt aus. Dann lassen wir das erstmal so.
Wir fahren mal eben mit eine kleine Runde. Und dann gucken wir mal, wie das schon abgeht. Oder nicht. Wie auch immer. Gucken wir uns mal an. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass er sehr normal fährt hier. Okay, das hört sich irgendwie. Wir fahren auch irgendwie ganz komisch. Es hat einen Diesel, okay. Deshalb dreht er auch nur seine 4000. Okay. Ja, da muss ein bisschen was dran gemacht werden. Weil ich. Wir wollen auch vorwärts kommen, ne? Auch wenn ich oft sage, wir wollen nicht so viel dran machen, aber ein bisschen vorwärts wollen wir da schon kommen. Erst recht im Rennen. Das ist ja jetzt. Keine Spazierfahrt da, ne? Ein Spazierfahrt. Die hatten wir jetzt ja oft genug. Eine Spazierfahrt. Straße. Wir machen mal Sport hier. Dann machen wir hier mal. Wo ich mal noch ein bisschen auf die Kacke hauen, würde ich sagen. Wir sind ja jetzt erst auf C. Wir machen den da erstmal rein, dann machen wir das da noch rein und dann machen wir das da noch rein. Okay. Ansaugung brauchen wir dann auch die große. Haben wir jetzt alles groß? Irgendwas hat uns ganz schön nach oben geschmissen. Okay, das ist der Turbolader. Das ist der Turbolader. Gelochte? Wieso nicht? Und dann gucken wir mal wieder, wer da gleich vorwärts kommt. Wir machen mal diesen komischen Überrollbügel da rein. Wir machen mal. Alles raus. Ne, wir reißen alles raus, aber das andere lassen wir mal drinne. Haben wir dann alles hier? Ja, da haben wir alles gehabt. Und Fahrwerk oder Getriebe. Da brauchen wir auch ein anderes Getriebe. Sportgetriebe. Dann machen wir da mal das Sportgetriebe da rein. Weil das killt uns keine Beschleunigung oder ganz wenig. Also Reifen hatten wir ja schon. Felgen lassen wir so, weil die finde ich gar nicht mal so schlecht, wie gesagt. Ja, wir haben ein bisschen abgespeckt, aber wir haben auch ganz schön viel Leistung jetzt hier drin, ne? Das sollte auf jeden Fall jetzt vorwärts gehen. Sehr gut vorwärts, würde ich sagen. Zurück, zurück. Wie kitzelt meine Nase? Okay. Der hört sich ganz schön giftig an. Wo haben wir jetzt ein... Da haben wir. Querfeld ein. Weil wir haben ja nur die drei hier gefahren. Die und den da. Als nächstes werden wir dann auch. Also diese Folge und nächste Folge werden wir hier ein paar davon fahren. Querfeld ein und dann werden wir nochmal ein bisschen Offroad fahren. Oder zwischendurch nochmal was anderes und dann Offroad. Oder wir probieren das hier mal aus.
Weil das sieht auch gar nicht mal so uninteressant aus. Aber jetzt fahren wir, würde ich sagen, erstmal dorthin. So, das machen wir jetzt auch. Kritze, Katze. Ja. Entschuldigung. Ist ja gut hier. Alter. Okay, dreht so ein bisschen im Rumbereich. Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht. Wir fahren jetzt einfach hier mal lang. Bin schon mal ein bisschen hier lang gefahren, wie gesehen, aber nicht zu viel. Und jetzt fahren wir einfach mal hier so ein bisschen. Dann haben wir hier noch was gefunden. Der Wendwatter. Okay, gucken wir uns mal an, was wir da so finden. Oder was uns da erzählt drüber wird. Erstmal tanzen wir da wieder ab. Wunderschönes Fleckchen. Einer meiner Lieblingsorte. Ich habe schon so oft am Ufer gezeltet, dass mich selbst die Fische satt haben. Okay. Wir setzen aber unsere Reise fort. In die verkehrte Richtung erstmal. So. Und ja, gucken wir uns mal an, wo wir hier so lang kommen. Oh, hier ist erstmal ein Flussbett. So, la 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 la. Tri-tra-tra-la-la-la. So, müssen wir sowieso hier rum, weil dann können wir auch das hier gleich mitnehmen. So. Nicht rückwärts, sondern vorwärts. Danke. So, aber schöne Gegend hier eigentlich. Eine schöne Gegend. Echt schön, ey. Würde ich sagen. Kann man nichts zu sagen, finde ich. Ah, jetzt weiß ich, wie wir wieder rauskommen. In 400 Metern rechts abbiegen. Auch wenn der nicht hier so obermäßig schnell ist, hat der doch, ist das doch ganz schön schnell. Geiles Deutsch. Oder geile Aussage, ne? In 200 Metern links abbiegen. Und ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Links abbiegen. Ja. Muss er immer wieder auf die Straße kommen. Mädel. Mädel! Aber schön. Dieser Turbolader, Alter. Wir können ja noch eine Nummer größer einbauen, ne? Dann weiß ich aber nicht, was dann hier daraus passiert. Ah, nein! Wir wollen ja hier ein bisschen rumfahren auch. Ich lasse mich immer zu sehr ablenken. Aber hier gibt es auch so viel zu sehen und. Oh, einfach nur schön. Ich will da hinfahren und dorthin fahren. Mal sehen, vielleicht gibt es noch die Tage. Obwohl, jetzt geht die Tage und dann war es schon ein Livestream. Oder, weiß nicht, diese Folge müsste eigentlich jetzt am Samstag rauskommen. Oder kam auch am Ende Samstag raus. Und ja, vielleicht wird dann. Ja, mit dem Livestream ist es immer so seine Sache. Diese Zeit immer, aber jetzt ist ja Winter. Vielleicht findet man da noch mal ein bisschen mehr Zeit dafür. So, jetzt sind wir schon mal da. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, ne? Wow, geil. Ich habe mein Ziel erreicht. Extreme Offroad. Okay, das sind alles Extreme Offroader. Okay, den haben wir gar nicht aufgebaut, ne? Glaube nicht, nee.
Okay, das ist ein bisschen besser. Nein, wir nehmen den. Der läuft auch sehr gut. Also, auch wenn er nicht obermäßig aufgebrezelt ist, fährt er sich sehr gut. Schöner Diesel. Untenrum schönes Drehmoment und so. Auch der Auspuff schön dieselmäßig. Und wir haben einen, hinten im Kofferraum eine Alu-Box. Oder eine Metallbox, wie man das auch nennen will. So, nicht lang quatschen. Wir wollen los hier. Oh. So. Und dann gucken wir mal. Ach ja, querfeldein ist das. Ich wollte schon auf der Straße wieder fahren. Ist ja querfeldein. Und wo geht's jetzt lang? Jetzt mal schön hier lang. Schön durch die Matten. Oh, dann geht's jetzt mal hier durch. Ui. Wir machen mal ein Bild. Falls das was wird. Falls das noch was aussieht. Naja, das sieht irgendwie doof aus. Vielleicht unten? Oh, wie der nach vorne geschleudert wird. Wir machen mal ein Bild. Das sieht, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt aus. Was macht der da? wir speichern das mal. Das sieht gut aus. Natürlich wieder löschen. Ja, C, mein Bestes hier, ne? So, geht gar nicht so. Okay, ich glaube 12 hatten wir, ne? Ist ja auch egal, denn kannst auch immer dasselbe nehmen. Ich glaube, das macht denn überhaupt nichts aus hier. Dann fahren wir mal ein bisschen weiter. So, weil der fährt ja auch schön ein und sowas. Also rumhüpfen und sowas, das tut er gar nicht. Wow. Man sieht so. Ich glaube, das Fahrverhalten ist, glaube ich, sehr gut geworden. Im Gegensatz zu den Vorgänger. Die Vorgänger haben immer sehr gehüpft. Wow, wow, wow. Schnell kann man ja gar nicht auf die Kamera schalten, auf den Fotomodus. Einmal durch den Fluss hier. Platz da! Komm ich hoch? Wow. Eigentlich fehlt mir so ein bisschen mehr Dreck, was fliegt. Finde ich so. Hallo? Was ist hier los? Vielleicht wird das nochmal ein schönes Bild hier. Machen wir das so oder so? Wenn wir hier am Rand stehen, sagen wir mal so. Ah, sieht irgendwie so ein bisschen doof aus. Weil wir müssen ja unseren Wagen so ein bisschen reinkriegen. Ich glaube, so sieht gar nicht mal so verkehrt aus, oder? Nö. Speichern. Einmal das, dann dit und dit und
Obwohl, wir waren ja schon weiter, oder? Naja, egal. Was ist, wenn wir das mal... Okay, das sieht doof aus. Ja, wollen wir verlassen. Wir wollen auch ein bisschen Rennen fahren. Wir haben ja zwei Bilder. Das muss jetzt einfach reichen. Wow! Hier sind wir auch noch nicht lang gefahren, war? Im Ziel, Platz 1. Super. Ich bin schon Stufe 22. Okay. Und zwei Mädels wieder. Die Frage ist auch, ob die das wirkliche Mädels sind oder ob welche halt nur so einen Frauencharakter genommen haben. Was sagt man jetzt eigentlich, Mädel oder Charakter? Also, ich finde Mädel auch gar nicht so als Beleidigung. Kommt immer darauf an, wie man das so rüberbringt. Die Fahrer in der letzten Runde haben die Landschaft zu sehr bewundert, anstatt ein Rennen zu fahren. Mach hier nicht denselben Fehler, okay? Du bist in Runde 4. Viel Spaß. In Runde 4. Okay. Wir fahren noch mal dahin. Das ist nicht so weit weg. Und ich denke mal, das kriegen wir noch ganz gut hin. In dieser Runde. Und ja. Da muss ich leider schon aufhören. Ich muss noch was hochladen. Ja, hochladen nicht, aber halt Thumbnail machen. Für die Woche. Für die ersten. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Oder mache ich noch einen? Dann Scharf links bin ich abbiegen. bis Sonntag. Fertig. Dann kann ich Sonntag nämlich auch noch mal wieder schön. Jetzt haben wir Sonntag meine Aufnahme und mein. Obwohl. Ah, ich weiß auch noch nicht. Sehen, wo kommen wir dann gleich noch hinter? Oder kommen wir noch hinter? Oh. Vor dir. Ausbuchtung hier. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Das ist schön. So. Du hast dein Ziel erreicht. Das ist schön. Können wir das auch hier starten? Nee. Wie schmal die Reifenspuren wirken. Die sind gar nicht so schmal. Ja, das wollen wir. Auto kaufen? Wieso? Schnee? Nee. Aha, am diese Schiefer querfällt ein. Nee, wir haben Extreme Offroader. Und wir haben A, ne? A, genau. Alles andere lassen wir so. Wir lassen das nur für Extreme Offroader. Genau. Alles andere lassen wir so. Wir machen das nur mit den Extreme Offroader. Oh, das sind aber auch Puschen, ne? Die da drauf hat, Alter. Meine Güte. Ist schon heftig, Alter. So breite Reifen, ey. Jo, das präsentiere ich auch. Nicht nur Forza. Das ist so eine, ne, so eine Nebenveranstaltung. Für welche, die halt Extrem-Offroader haben.
Heißt genauso, ist aber nur für Extreme Offroader. Oh, wei! Oh! Upsala! Wir springen ein bisschen woanders hin, aber haben wir alles unter Kontrolle hier. Und der Diesel, der rennt. Oh, 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 oh. Immer im schlechten Moment, ey. Hui. Oh, ein bisschen früh hochgeschaltet, aber der Diesel, der schafft das. Scheiße, ich dachte, wir müssen da rum. Das war aber zu früh. War schon ein Grund, wieso ich das Auto noch nicht genommen habe. So, eine Sprungchance. Hui. Wir mal den besten Weg hier raussuchen, der am wenigsten schwere Sachen hat, wie zum Beispiel Mauern oder sowas. Jetzt mal wieder hoch. Der Diesel schafft das. Ui, da haben wir es gleich geschafft. Da hinten. Boing. Wow. Scheiße. Das war ein bisschen doof von mir. Oh. Wow. Schade, ich wollte mal so richtig schön durchdriften, aber hat nicht geklappt. Naja, man kann ja nicht alles haben. Und die Nase, die juckt schon wieder. Ach ja, so ist das, nicht? Naja. Dum dum dum. Oh, mein Kopf hat geknackt. Ja, nicht mein Kopf, mein Nacken. Mit 30 wird man ganz schön schnell alt. Wie kommen wir denn da mal hin? Okay, hier irgendwie nicht. Oh doch, schon hier. Ups. Ist das ein Stück Mauer oder gewesen oder was war das? Der Turbolader pfeift aus dem letzten Loch. Ja, es scheint irgendwie sowas auszusehen. Ich will mal wissen, was hier ist. So. Ist ja so. Ach so. Okay, hier kann man lang. Okay, wusste ich nicht. Naja. Aber damit würde ich sagen, beende ich diese Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Erstmal die Tasse wieder suchen. Da. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.